Warum verfolgt mich dieses Ding schon wieder? Setzen sich seinem Mund.
Sie verbrennen die Leichen. Warum? Körperteile setzen sich zu einem Monster zusammen. Klar. Körperteile setzen sich zu einem Monster zusammen. Klar. Warum nicht? Mich überrascht hier drin gar nichts mehr. Aber nicht mit mir. Ich verbrenne sie, bevor sie sich verwandeln. Moment. Hat der Arm gerade gezuckt? Scheiße. Nein. Oh Gott. Nein. Scheiße!
Komm schon. Geh schon ran, Kidman. Ich bin hier. Als ich Myra das erste Mal sah, hatte sie diese Uniform an. Ich glaube, es war Liebe auf den ersten Blick. Ich wollte es mir noch nicht eingestehen. Aber als sie dann im Dienst verwundet wurde, konnte ich meine Gefühle nicht länger verbergen. Sie war eine so tolle Ehefrau und Mutter, dass ich manchmal vergesse, was für ein guter Detective sie war. Sie hatte recht gehabt. Sie wusste, dass mit Lillys Tod etwas nicht stimmte. Ich meine, Entführung. Ich hätte ihr von Beginn an glauben sollen. Du konntest die Wahrheit nicht vorhersehen, Sebastian. Das weißt du. Ich bin's, Kidman. Schön, dass du noch da bist, Sebastian. Nach Beacon wollte ich herausfinden, was mit mir passiert ist. Alle sagten, ich hätte Wahnvorstellungen. Oder würde die Wahrheit verbergen. Irgendwann fing ich an, ihnen zu glauben. Dass ich vielleicht verrückt bin. Ich war so frustriert. Fühlte mich nutzlos. Die Trinkerei machte den Schmerz erträglich. So viel verschwendete Zeit. Ich hätte mich zusammenreißen sollen. Scheiße. Mach dir keine Vorwürfe, Sebastian. Wenn Mobius nicht gefunden werden will... Hör auf, mich in Schutz zu nehmen, Kidman. Ich hab's vermasselt. Sebastian, jetzt ist nicht die Zeit, in der Vergangenheit zu wühlen. Jetzt ist die Zeit, es wieder gut zu machen. Selbstmitleid hat dich erst zum Trinken verleitet. Du kannst dir zurückholen, was du verloren hast. Verlier das nicht aus dem Blick. Hart, aber wahr. Du hast recht, Kidman. Danke. Über deinen Mann rausfinden konnte. Stefano Valentini, Künstler. Ja, das ist er ganz bestimmt. Ziemlicher Großkotz, der Kerl. Hatte wohl nie den Erfolg, den er sich erträumt hat. Klingt vertraut. Ich kenne da noch so einen erfolglosen Großkotz von Künstler. Hat den Zweiten Weltkrieg angefangen. Der hier ist hoffentlich nicht ganz so schlimm. Selbst wenn nicht, wir müssen ihn trotzdem aufhalten. Sie brauchen wohl Hilfe, Detective.
Thank you.